Grüßt euch, da ist der Markus mit einem neuen Video und zwar geht es um dieses gute Teil. Das ist der Helinox Ground Chair, ein kleiner, aber richtig cooler und leichter Stuhl. Du magst es einen Campingstuhl nennen, ihr wisst, was ich meine. Wenn euch interessiert, wie das Teil ausschaut und wie man es aufbaut, bleibt dabei. Ja, warum nenne ich das nicht Campingstuhl? Ganz einfach, Camping heißt für mich was anderes und noch dazu, das Teil heißt auch Ground Chair, also das hat was mit dem Boden zu tun. Ja, was das ist, das seht ihr gleich. Jetzt hätte ich gesagt, backeln wir das Ding einfach einmal aus. Gesichert ist der Packsack mit dem Kordelstopper. Ansonsten, das ist ein sehr dünnes Ripstop-Gewebe. Material weiß ich jetzt nicht vom Packsack. Ja, der Stuhl ist abgebildet, der Name und der Hersteller. Ja. Was ich immer eigentlich gern mag, ist hinten nur so ein Griff, damit man den Packsack einfach festheben kann. Aber egal. Ja. Der ganze Stuhl bzw. die Sitzauflage ist in so einem braunen Beige-Ton gehalten. Und an der Seite sind einfach so ein Meshgewebe, ein sehr robustes, um einfach eine Luftzirkulation zu gewährleisten, damit man da drin nicht schwitzt. Was haben wir noch? Natürlich das Gestänge. Das ist mit Bungee-Cords gesichert, somit muss man das bloß einrasten, aber das machen wir jetzt gleich. Ja, bis auf den Packsack sind das so die einzigen zwei Teile, die man für einen Stuhl braucht. Einrasten tut das ganz einfach, der baut sich schon fast von selber zusammen. Das war's auch eigentlich schon. Und jetzt bauen wir jetzt einfach die Sitzfläche drauf. Ich hake erst die Lehne ein. Dann die Sitzfläche. Das Ganze ist mit ein bisschen Spannung verbunden, damit es natürlich nicht von selber wieder runterrutscht. Ja, das war es eigentlich schon vom Aufbau her. Jetzt ist vielleicht ersichtlich, warum das Ganze Ground Chair heißt. Man hockt sehr tief. Warum war mir das wichtig? Ganz einfach. Ich sitze nicht in einem normalen Zelt, wo man vielleicht reinlaufen kann, sondern eher immer unter irgendwelchen Tarps oder sonstigen Sachen. Und damit man halt nicht entdeckt wird, hängt man ja das Teil jetzt ja nicht in 2 Meter Höhe auf, sondern so die gängigen Größen, finde ich, ist immer so zwischen 1 Meter und 1,20 Meter. Bei 1 Meter muss man schon fast wirklich am Boden sitzen, wenn man aufrecht sich da drinnen reinhocken mag. Und bei 1,20 Meter ist doch sowas optimal. Ich hocke jetzt ungefähr so, vielleicht so 10 cm vom Boden weg, reicht aber. Und damit muss ich einfach das Dach nicht so hoch hängen, also das Tarp oder sonstiges. Hab so vielleicht sogar auch in kleinen Zelten noch Platz oder in so einem Lavu-Polen-Typi, wie man es auch nennt. Die technischen Eigenschaften von dem Ding, das Teil wiegt um die 560 Gramm, also wirklich ein Leichtgewicht. Der Packsack oder das Packvolumen hat so 35 mal 12 cm im Durchmesser und ist echt robust. Ich wiege ein bisschen über 90 Kilo und finde das Teil einfach geil. Ja, einfach einmal so um zum Lagern oder ich dachte das Teil fast sogar zum Wandern mitnehmen, einfach mal schnell aufgebaut, habt ihr gesehen, wie schnell das geht. Die Dinger rasten fast von selber, die Eisenstangerl, und dann hockt man. Ja, was oft ein Problem ist auch, wenn man einen Campingstuhl nimmt, oder andere Stühle, die mit Beinen nach unten die Standfestigkeit sichern, im Moosboden oder so sinkt man ein. Ja, jetzt zeige ich aber, warum das bei dem Stuhl nicht so ist. Ja, wie man schon sieht, das Ding hat zwar auch leichte Kanten, aber auch Querstreben, die somit einfach die Auflagefläche am Boden erhöhen und somit die Last gleichmäßiger verteilen. Ja, somit sinkt man mit dem Ding auch nicht ein. Ich habe es gerade auf dem Moosboden ausprobiert, kann es auch gerne nochmal machen. Ja, schon eine geile Sache.
den werde ich jetzt gleich mal dann nutzen und mir einen Kaffee machen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Was haltet ihr von dem Teil oder habt ihr Alternative? Darf mich interessieren. Ja, abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Pfiat euch!